Ja, also herzlich willkommen zurück zu Dead Rising 3. Wie wir letztes Mal angekündigt, ich habe mich hier zu dem Museum bereits hinbegeben. Man sieht, hier ist einiges los. Zugeben, ich habe jetzt nicht zu 100%ig in der Vergangenheit immer auf das Museum geachtet. Aber es wirkt so, als wären hier mehr Zombies an diesem Punkt fokussiert. Überraschenderweise leben da oben sogar nochmal welche. Heirat. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das herkam. Es ist zwar irgendwas explodiert, aber ich dachte, das wäre nicht irgendwas Radbasierendes gewesen. Aber hey. So. Wir wissen, Diego ist im Museum. Hier ist so einiges Zeug, wo man denkt, oh, ist das irgendwas, was man vielleicht craften könnte? Aber, scheinbar nicht. Flash, da haben wir noch ein LMG und vor allem hier nochmal Waffen. The Mauler. Und zwar Machete und Katana Sword. Keine Ahnung, wie gut das ist, aber wir werden es wenigstens mal kraften. Soll mal bitte aus dem Weg gehen, weil ich wieder mal nicht aufheben darf. Meines ist... Oh. Ja, okay, also... Ich weiß nicht wieso, aber ursprünglich hatte ich... No. Nicht damit gerechnet, dass es halt beide Seiten abdeckt. Dachte eher, es geht rein um die Länge der Waffe. So, hier wurde gut aufgeräumt. Wir haben nochmal eine Assault Rifle. Wenn ich vielleicht nochmal eine Shotgun finden würde, wäre das nicht verkehrt. Aber ich werde mal ganz kurz mal wieder hier Eric was geben, denn Kollege ist regelmäßig angeschlagen. Und das gleiche gilt für... Ich meine, ist jetzt nicht die Welt, aber es soll trotzdem wichtig sein. No. Yes. Okay, wunderbar. Und ohne größeren Grund gehe ich einfach mal ganz kurz hier rüber und erhöhe meinen Schaden mit Firearms. Was haben wir denn hier noch so fein? Ist außer Ruckeln. Oh, 70er Jahre. Natürlich. So, dann gucken wir doch mal. Das Museum. Da haben wir ursprünglich ja schon das Flugzeug her. Und ich mich frage, ob wir das hier theoretisch sogar als fehlend antreffen werden. So, wir haben hier mehrere Queen Bees. Und ich mich frage... Vielleicht sollte ich wirklich eine von denen immer an der Hand halten. Einfach so aus Sicherheit. Oh, und hier ist nochmal eine. Ich hätte es fast übersehen. Oh, wir haben noch eine Shotgun. Shotgun. Ja, okay. Sorry. Aber... Ich habe hier nochmal eine Möglichkeit, eine weitere Möglichkeit, eine Saat zu craften. Dann tue ich das auch. Ist es Overkill? Vermutlich ist es Overkill. Aber. Dann werde ich eine hier mal so nebenbei einfach schon mal so aufbrauchen. Beziehungsweise zurücklassen, die angeschossen ist. Angeschossen. So, ist hier unten irgendwas gewesen? Also ist einfach nur zum Anheben. Okay, ich dachte, das wäre wirklich irgendwas, was man sich anhören könnte. Okay, hier sind nochmal Zombies. Aber weiterhin... Diego ist nirgendwo anzutreffen. Vielen Dank. Die Waffe wollte ich haben.
stop this. Diego? Please, man. Diego? Listen, man, I'm begging you. We gotta get out of here. We do not have time for this. Unknown life forms approaching. Analysis reveals no signs of carbon. We gotta get out of here. The bomb's gonna go off. Copy that. Life forms shall be neutralized and any organic remnants brought back to the ship for further analysis. No. Diego? No! 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 Yep, unser guter Freund Diego ist zu einem Psycho-Boss-Kampf geworden. Ja, die Situation natürlich, man sieht es hier wieder mal sehr schnell. Schusswaffen und vor allem so viele Begleiter ist richtig gefährlich, richtig stark. Selbst wenn er seine Animation hier spielt, kriegt er noch auf die Nase. Ups, zu schnell. Oh, ich kann immer noch anhalten. Yes, damit bitte. Diego! Diego! What's up, Mama? I'm so sorry I had to do that to you, please. Get up, bud. Oh, geez, Nick. What was that that you were saying, about your mama? About your mama. My mother used to say that to me. About the only thing I can remember when I was a little kid. I feel like I've heard that before. Nick, I gotta show you something. Come here. Come on. I saw something in here that really scared me, man. Like, really scared the crap out of me. Come on. That guy looks familiar. Carlito Keys? Yeah. Well, he was the terrorist that caused the outbreak in Willamette back in 2006. His sister Isabella helped him. They brought the parasite from Central America. Whatever happened to him, huh? Huh? He died there, I guess. It says she disappeared right after that. Man, they were supposed to have the shit under control after Fortune City, man! I thought those Zombrex chips were supposed to keep everybody in line! Now look at this, huh? You see this? This really scares the crap out of me, man. This zombie is reported to have begun the Smithville outbreak in 2007, the first outbreak to occur after Willamette. Now look at his neck. No, 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 holy crap, man! No, what does that mean, man? I don't know, right? What the hell? Oh, shit. Okay, look, we need to focus on the problems that we can solve first, okay? Let's get the hell out of town and then we'll figure out what's going on. You still have that key, right? Oh, shit! Those gang dudes mugged me on the way here. I was so out of it. They took the plane key. Nick, we gotta get it back. What is it, bro? Nothing, man. Nothing. It's all good. Let's just go find those keys now. Oh, hey. Man schließt hier tatsächlich nochmal zu den ersten beiden Spielen wieder an. Okay. No. Ich wollte das Ding haben und nicht... No. Okay, das ist sogar die richtige Sache. Könnte ich bitte meinen Limited Frankie einsammeln? Nope. Okay, von mir aus. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin, das Ding einzusammeln. Sag mal. Keine Chance. Guys, alle hier hin.
Irgendeinem fehlt, Anna fehlt jetzt die Waffe. Gott, jetzt habe ich natürlich zwei Nasen, die es wieder nicht gebackt bekommen, darüber zu gehen. Dankeschön. Okay, Anna, yes, Anna, hallo, Anna, 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 come on. Take it. Okay. Thank you. So, ja, da geht halt die Story mal so ein bisschen voran. Novelty glasses. Yes, sweet. Okay, uns geht's ein eigentlich ganz gut. Hey man, anxious looking dude trying to get into a house in Sunset. See if he needs a hand. Will or way? The chest beam. The crossbow motor oil, das ist nicht neu. The chuck axe haben wir scheinbar nicht gemacht gehabt, aber das ist auch kein Beinbruch. Microwave and the motorcycle engine. Gott, jetzt stehen sie alle mir wieder hier weg. No, come on. Es fehlt ernsthaft ein, bitte bleibt hier in der Ecke. Dass ich in der Zwischenzeit was anderes machen kann, Befehl. Das ist schon wieder einer von diesen komischen Dingern. Ich will meine Queen Bee einsammeln. Nice, okay. So, wir haben noch Fernkampfwaffen theoretisch. Das sieht alles weit in Ordnung. Wo zum Kuckuck kommen wir raus, wenn ich frage? Oh. I never meant to hurt you, man. When we were little, you used to protect me. This is how I pay you back. Diego, you weren't yourself. I get it. I really do. The situation doesn't exactly bring out the best in people. Ich bin mal trotzdem so rein. Gehen wir wieder den Weg, wie wir reingekommen sind. Yep. Oh, Dinosaur Town. Guys, übernimm mal bitte. Dankeschön, weil ich habe gerade keine Lust, meine Munition zu verbrauchen. So, ist hier sonst irgendwas Interessantes? Kann man hier irgendwie hoch? Oder rein? Guys, da ist ein Zombie. Gott, die ignorieren den einfach. Ja, die ganzen Wenn ich höre hier doch irgendwas. Der den jetzt besiegt. Dankeschön. Dachte, man hört irgendwas hier drin, aber scheinbar nicht. Ernsthaft, habe ich jetzt nicht hier den Loop-de-Loop schon mal gelegt? Scheinbar noch nicht ganz. Ich will natürlich zu meinem Fahrzeug zurückkehren. Gleichzeitig werde ich vermutlich gucken, dass ich das Ding hier mal aufbrauche. Einfach um zu sehen, was es auch vor allem tut. Oh, die haben sich hier selbst weggeräumt. Schick. Oh, wow. Oh, wow, das Ding macht sogar relativ ordentlich Schaden. Oder PP-Schaden von mir aus. Oh, man muss ja richtig... Okay, also da ist so eine scheinbar unsichtbare Wand. Die einfach ignoriert wird. Das Ding fühlt sich auf jeden Fall nicht gut an. Denn, wie man sieht, ich stehe jetzt hier vor dem Kollegen. Also vielleicht ist das wirklich so eine... Nicht auf der gleichen Ebene, dementsprechend wird sich anvisiert Problem. Ja, irgend sowas muss es tatsächlich sein, glaube ich. Ja, der Strahl ist nicht lang genug. Das ist leider keine gute Waffe. Okay, let's go. Come on, ihr dürft auch alle gerne einsteigen. Eric, come on. Noch einer bitte. Wunderbar. So, dann gucken wir doch mal, wo wollen wir denn hin, wenn ich die Maus auch finde. Okay, wir müssen so oder so da hoch. Find the gang members. Okay, ich glaube, ich weiß, wo ungefähr das ist. Der Store wird definitiv sein, da hinzukommen. Aber nicht unmöglich, denke ich. Okay. Let's go. Ich war auch mal so frei. Und das ist das Gute wiederum bei den Steam Achievements. Wenn man auf den Weg zu Level 50 sich begeben möchte, gibt es auch für ein Achievement, dass man das erreichen kann. Und scheinbar
habe ich das bei meinem damaligen Playthrough niemals erreicht. Das höchste, was ich scheinbar erreicht hatte, war 47. Das ist natürlich so ein bisschen schade. Also, überhaupt nicht. Warum ist hier ein Dingsmarker? Ansonsten hier ist angeblich noch irgendwo etwas, was ich mitnehmen könnte. Aber das ist eine echt doofe Stelle. Sei es für das Haus, also das Safe House selber. So wie aber auch allgemein da anzuhalten. Aber weil da so viele Zombies zum Teil sind und kein Fahrzeug halbwegs in der Nähe bekommt. Hat sich hier was verändert? Hey Jordan. What's up, Jordan? John, was machst du da? Thanks, man. I'm getting the hell out of here. Red? Klingt so ein bisschen wie Red. Nur irgendwie mit verstopfter Nase. Oh, wow. Kommen wir nicht mehr durch, ey. Okay, also das ist Absicht. Wirklich kein Weg hier durch, no. Das wird natürlich nervig, aber das Schöne ist, in der Nähe gibt es eh eine Garage. Also bedeutet, wir gehen zu der Garage hin und spawnen einfach ein neues Fahrzeug. So, gucken wir mal, was hier los ist. Ja, no Zombies. Ja, hier sieht schon so ein kleines bisschen anders aus. Hier wurde aufgeräumt. So, dann würde ich... Ist das über mir? Hm. Klang auf jeden Fall sehr merkwürdig. Ja. Why am I ditching you guys? Genau. So, wir sind trotzdem mal so cool. Nutzen die einfach mal die freie Bahn aus und spawnen trotzdem ein neues Fahrzeug. Solange die das nicht auch hier einem verbieten. Nope, sehr schick. Ich wird da wieder hinten gespawnt, weil Jess in dem Fall zu schnell war. Während der Rest ist man nicht gebacken bekommt, durch diese offene, große Ladetür da zu gehen. Guys. Ja, Anna meint natürlich den langen Weg zu gehen, Diego ebenfalls, Candy auch. Und Eric? Ja, Eric ist Mitläufer. Jess. Kelsey. Hallo. Come on, guys. God, dann stehe ich mein Fahrzeug jetzt hier draußen hin. Oh, hi, guck mal, wer da kommt. Die haben das einfach überlebt. Ist die irgendwie zu dumm? Okay, dann... Scheinbar sollen wir ganz bewusst für diesen Abschnitt kein Fahrzeug haben. Aber... meine, ist jetzt nicht so, als wäre, was jetzt kommt, gefährlich. Denn wir haben einfach wieder mal Biker an unserer Seite, beziehungsweise halt. Lass mich mal clever sein. Oder? Na, wir haben genug Munition. Und die sind dafür einfach nicht gefährlich. Ja, schöne Farben. Sonst noch irgendjemand, der mir doof kommt? Auch nicht direkt, okay. Linda. Defeat the gang members. Oh oh, Geist, Geist. Ja, schön reingerannt. So, irgendwo ist noch einer. Ich habe ihn gehört. Ich sehe ihn nur noch nicht. Da ist er. Okay, und jetzt zum Glück nicht der hellste. The fuck are you guys doing? So, du rennst erstmal einfach weg. Dann, ich hoffe, das Zeug despawnt einfach mal wieder. Aber wir gehen mit. Okay, ihr wollt also absichtlich die Musik ausmachen. Okay. So, dann hoffen wir mal. Der Weg war hier immer versperrt. Das ist ein normaler. Außen lang.
Weg noch gegeben ist. Guys, come on. Das war jetzt nicht die größte Herausforderung. Eric. Meine Güte, Eric. Haben wir eigentlich irgendjemanden ausgetauscht für Diego? So wie ich bemerkt habe, ich es jetzt nicht. So, Diego steigt vorne ein. Okay, gut. Jetzt machen sie also auch wieder mit. Good job. Ich denke, das ist ein Nachteil. Es ist cool, dass man so viele Leute stapeln kann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es dauert halt zu lange, bis sie da alle einsteigen. So, wir gehen den langen Weg. Aber damit kriegen wir immerhin die Möglichkeit, unser Fahrzeug damit hinzubringen. Was brauchen wir, ist eine andere Frage, aber ich will es einfach haben. Hier ist viel los. Hey, Phil. What's up, Phil? Sir, you all right? Are you locked out of there? Locked out? Ah, that's a good one. Sonny, how'd you like to make a deal, huh? Well, that depends, but go ahead, tell me more. I'm a good, honest working man. You can tell, right? Well, sure. I was gonna retire today thanks to a will that's somewhere in that house. Huh. Why not just go inside and get it? I would, but I tried. I did. You see, the house is overrun with those dead bastards. No idea how they got in, but anyways, I don't have it in me to face it. That back, you know? But if you do, I'll reward you handsomely, son. How about it? Yes, I can find the paperwork. You got a deal. Good on you, kid. Go get that will. I'll be waiting right here for you. Okay, wunderbar. Und damit haben wir das Ding jetzt geöffnet. Wir haben die Ehre, hier mal aufzuräumen. Oh, boy. Oh, come on, Mädel. Du bist mehr oder weniger von meiner Waffe gesprungen. Ihr könnt ruhig gerne mitmachen. Ich würde auch aufhören, einfach nur zuzugucken. Ja, das ist natürlich auch ganz angenehm, einfach mal nur Zombies zu schlachten. Klar, wir haben immer noch eine Aufgabe dahinter, aber häufig, wenn wir Zombies besiegen, ist es eigentlich, weil sie ernsthaft im Weg stehen. Oder weil wir von A nach B müssen und es Spaß macht, die dabei umzunieten. So, irgendeiner von euch ist super. Candy war diejenige, die gerade eben volle Kannenschuss abbekommen hat. Und das war ja scheinbar dann doch im Großen und Ganzen Wurst. Oh wow, hier sind ja wirklich viele. Wie wär's damit? Ich glaube, es ist eine clevere Ecke, wo man das hätte einsetzen können. Die Waffe ist halt gar nicht verkehrt mit ihrer Shotgun-Funktion in der Situation. Oh. Holy cow! Hi, Warren. Thanks, man. I thought I was a goner. Wait, what's going on here? You were locked in here with these zombies? My stepfather wants my mother's will. She left it all to me. A greedy coward lured the zombies in, then locked me in. If I died, he'd be worth a fortune. But I figured he'd try something, so I planned ahead. Uh-huh. Lucky for you, I came along, I guess. I'll let you in on a secret. I set up that lousy money-grubbing jerk with the fake will. I got the real will with me. Huh. Looks like there's only one way to deal with this. Kill Warren. Reunite Warren and Phil. Okay, ich dachte, wir würden das ihm überreichen. Und nicht die Möglichkeit geben, dass Warren vielleicht dadurch umgebracht werden kann. Oh, nope. So am Leben? Ja, nope, scheinbar. So, kann ich hier das aufbrechen? Nope. Schade. Als Abkürzung oder ähnliches. Ach, die Waffe ist so gut wie schon kaputt. So, Guys, alle mal herkommen. Hey, asshole. Funny how you forgot to mention the poor kid trapped inside. The deal's off. Poor kid. Give me a break. He's loaded. And if his bitch of a mother was dumb enough to marry me, then I deserve that money. Sorry, kid, but I guess my only option out of this BS is to get rid of all the witnesses.
You won't be cheating anyone else in this one. Why'd your mom marry that loser? She went to buy a car and came back with him. Worst day ever. But I guess it's finally over now. Looks like you got a lot of friends. After all I've been through, I can use some alone time. I'll be at a safe place if you need me later. Okay, also wir haben definitiv unser Maximum erreicht. So, gucken wir trotzdem mal hier nochmal ein bisschen um. In der Nähe ist noch ein Weg nach unten. Okay, ihr seid alle, die gespawnt hier waren, nämlich definitiv noch welche. So, hier ist auch irgendwo noch ein Tragic Death, aber der scheint auch wieder außerhalb zu sein. Okay, vielleicht kommt man irgendwie über den Garten dorthin. Oh, ja. Handguns, Schrott, auch kein Schwein. So, wie sieht's denn hier aus? Sauber. Naja, halbwegs. Aber hier ist nichts wirklich ernsthaft Interessantes. Aha, okay. Damit dürften wir endlich diesen Punkt erreichen können. Und zwar... It wasn't a season for partial time yet anyway. Okay. Also, so Leute haben sich hier hingerettet und wurden dann aufgegessen? Ja, okay. Die sind halt alle zu möchte gern funny aufgebaut. Oh, hi, Vaughn. Ich wollte gerade schon das Feuer öffnen. Ist das eigentlich irgendwas Interessantes? Hätte gedacht, dass da irgendwas Interessantes rauskommt, aber der Kollege stellt sich dafür nicht clever genug an. Okay, ja, wir haben... Oh, eigentlich könnten wir überlegen, mal noch in das Haus daneben reinzugucken. Aber jetzt, wo ich schon angefangen habe, Leute hier einsteigen zu lassen. Ja, yep, sehr gut. Eric. Einfach um zu gucken, ob man hier da irgendwie schon reinkommt. Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, auch wieder mit irgendeiner Quest-Sache verbunden. Ja. Keine dieser Türen, dass sich einfach öffnen. Vielleicht kann man sich da irgendwie rüberschummeln und versucht irgendwie so darüber zu springen, aber ich glaube, da wurde aufgepasst. Okay, alle wieder rein. Dann würde ich sagen, wir machen ganz simpel mit der Story weiter. Wo kommst du denn her? Come on, Kelsey. You can do it. Der eine einfach in der Luft hängen bleibt, genau. Ich meine, wir können maximal hoffen, dass vielleicht noch irgendeine Nachricht kommt. Von unserem Freund am... Nope. Vom Radiotransmitter. Haben wir hier nie drin? Deswegen tut mir immer so ein bisschen leid, wenn man gefühlt einfach nur Sachen überspringt. Denn die Idee, vielleicht mal Level 50 zu erreichen, ist nicht verkehrt. Sie wird überall Musik gespielt. Ah, hier ist ein Frankie, richtig. Ich vergesse immer, was die Symbole sind. Okay, sehr schön. Dann haben wir hier nochmal ein 42 bereits. Das ist doch relativ ordentlich. Und ist noch irgendwas hier? Hier ist eine Challenge irgendwo. Oh, die ich auch von hier aus irgendwie triggern konnte. Using nothing but electricity-based weapons. Ha. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass das Zeug, was hier bereits herumsteht, dafür genutzt werden könnte. Aber, nee. So, das ist eine Challenge, richtig. Kommen wir da hinten hin? Dann nehme ich auch nochmal zwei Sachen. Komm da hin. So, folgt ihr mir? Ja. Irgendwie zumindest. Gibt es für mich eine Möglichkeit, das hier irgendwie clever zu machen? Ja, nicht ganz. Ich glaube, das ist hier abgeschlossen. Ja. Es gibt hier wirklich noch viele Sachen, die man erst so nach und nach bekommen darf. Wie sieht's von hier oben aus? Ich meine, hier kommen wir theoretisch rein.
Ich glaube, hier waren wir auch schon mal. Ja, vielleicht kann man sich von hier irgendwie weiterarbeiten. Mal sehen. Genau, wir kommen nämlich immerhin hier hin. Okay, aber das Zeug ist da drin. Noch die Tür geht vermutlich noch nicht auf. Oder gar nicht. Okay. Hey, hey, sweet. The Decoy Bear. Okay, also dem Kollegen haben sie wirklich viele Sachen gegeben. So, ich bin mal so frei und kraft das ganz kurz nicht. Da und da sind nochmal Sachen. Wo ist das? Das muss ja wirklich auf der anderen Seite sein. Okay, wenn wir hier eh schon sind, würde ich sagen, arbeiten wir uns dann hier einfach so runter. Irgendwie. Hier gibt es, glaube ich, überhaupt keine Möglichkeit reinzukommen. Obwohl die Tür hier halb offen steht. Und Eric irgendwie drin ist. Eric, mach mal auf, du. Kann ich den irgendwie hier rüber locken, dass er da... Genau, das sind alles Sachen, die zu sind. Okay, ich hoffe, ihr despawnt da irgendwie wieder raus, denn... Ich mache einfach weiter. Guck auch gar nicht bewusst nach hinten. Guys, come on. Will hier kein Rumgeheule hören. So, hier könnte auch schon wieder die Situation sein, dass es da oben... Ja, das ist da oben drauf. Das heißt, wir müssen über das Gebäude daneben da reingehen. So, ich hoffe, ihr kriegt das irgendwie halbwegs... Ja, ihr seid halbwegs in der Nähe. Gut. Frag mich, ob man hier damit diesen Explosionen, die diese Fahrzeuge da getroffen hatten, ob man damit ganz klar andeuten soll, dass die jetzt nicht mehr spawnen oder ähnliches. Genau, ich habe hier in der Eric... Eric schafft es, durch Wände zu laufen. Jupp. Ich meine aber auch in der Vergangenheit hier schon das Problem gehabt zu haben, dass ich nicht wusste, wie man hier tatsächlich weiterkommt. Hier ist irgendwo ein Tragic Death. Einer von euch? Das vermute ich über mir. Hier unten wäre merkwürdig. Was soll das eigentlich offiziell für ein Gebäude sein? So eine Art Kunstgalerie? Ein bisschen sieht es danach aus. So. Ist das hier irgendwo? No. Okay, Jesse hält halbwegs mit. Alle anderen haben eher Probleme. God, the volatile bear. Stop with the fucking bears. So, und ich gehe von aus, jetzt von hier, genau, kommen wir dann zu dem da oben hin. Sword Rifle, cool. Ich will aber hier, no. Okay, ich habe noch einen Platz frei gehabt, sehr schick. Try not to lose your head in a crisis. Warum auch immer du deinen Kopf verloren hast. Hi, Jesse. So, und dann über den Weg kriegen wir hier die Möglichkeit. Mit ein bisschen Geschwindigkeit. Ach ne, ist gut. Noch Platz. Hier hinzukommen. Speed Freak. So, Level 33. Wie viele Punkte haben wir eigentlich über, wenn ich mal... Okay, 19. Whoops. Wir können nochmal Inventarslot hinzufügen. Und dann wären wir... Mal über Locker Blueprint, wie auch immer das genau funktioniert, aber es wäre wirklich hilfreich. Food Duration, Partial Life Regeneration, Survival Recovery. Alles nicht falsch. Melee. Ich denke, man sieht schon relativ schnell, am Anfang war es super, weil man noch nicht viele Schusswaffen hatte, aber mittlerweile mehr Range Damage, Piercing Bullets. Ich bin mal so frei. Vehicle Resistance, Combo Crafting Speed, ist nicht so wichtig. Mehr Sprint, Knockdown Recovery, Sprint, Maneuverability, Zombie Crowd Swim, das ist nicht toll. Unlimited Sprint, das ist vielleicht nicht verkehrt. Wir sollten noch mehr PP-Gain bekommen. Das ist gar nicht verkehrt. Und dann irgendwann Equip All Books ist definitiv wichtig. Und Piercing Bullets? Ja. Wir haben zwar mit einigen Punkte jetzt ausgegeben, aber bis wir 50 erreichen, haben wir da wieder genug bekommen. So. Wir haben unseren Frankie, glaube ich, war das, bekommen. Wir haben... Gucken, wenn da keiner respawned ist,
Aber nicht wirklich, nur mein Fahrzeug und fahr dahin. Ja. Dann nehmen wir das Ding so einfach mit. Okay, sie ist auf einmal als erstes hier. So, schafft ihr es heute hier alle einzusteigen? So, wer will vorne mitsitzen? Who's calling Shotgun? Nicht Diego. Anna, okay. So, und der Rest bitte. Ja, also da wäre vermutlich sowas wie... Ja, in Wirklichkeit ein Patch, aber halt eine Mod sehr angenehm, dass die einfach alle reingespawnt werden. In der Sekunde, in der ich einsteige oder ähnliches. So, in Big Bug muss es ja im Endeffekt dann sein. Ganz kurz dich noch, bye. Oh, hier wurde sogar versucht, so ein bisschen zu barrikadieren, was hier relativ witzfrei ist. Thank you. 44, ja, definitiv nicht alle einsammeln, aber ordentlich ist das trotzdem schon mal. So, ihr könnt mal gucken. Dankeschön. Hi, Diego. Wo ist es definitiv schon, wo du hinläufst, ey? Ja, das ist alles nicht interessant, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind. Viel Kleinzeug. Man kann vermutlich hier so ein paar Sachen finden, die man kombinieren kann. Wow, wir haben hier ganz schön gut aufgeräumt. Da kommen wir noch nicht rein. Okay, dann gehen wir noch da hoch. Das ist doch gar nicht uncool. Yep, guys. Also hier ist definitiv irgendwas mit der AI, dass irgendwer als erstes agieren muss. Und das Spiel ist sich nie sicher, wer es dann ist. Diesmal jetzt, genau. Diego steigt ein und jetzt entscheidet der Rest, dass er ebenfalls was macht. Wir waren doch da oben. Warum zum Kuckuck habe ich das denn damals nicht eingesammelt? Ist er vielleicht abgeschlossen? Meine. Wir gucken einfach mal kurz nach. Awesome. Für 3 Schritte. Okay, ist gut, das sind auch diese Bienen-Idioten. So, das ist doch hier. Richtig, richtig. Ach so, ist es das ge... Das könnte aber das sein, wo man nicht reinkommt bisher. Ja, ich glaube, das war das mit der Garage, genau. Da kommen wir aktuell nicht rein, da könnten wir nochmal versuchen reinzugehen. Das Doofe ist nur hier, dass man da nicht gescheit hinkommt. Das heißt, wir fahren ganz bewusst wieder da hinten hin und müssen dann dort parken. Das Schöne ist, in der Zwischenzeit vermutlich genug neue gespawnt, yep. Die sind davon so überhaupt nicht beeindruckt. Könnte also gleich lustig werden, da versuchen durchzukommen. Ich glaube, der eine wurde sehr, sehr spät von der Klinge getroffen. Mit anderen Worten, die Klinge war schon wieder eingezogen. Aber ganz bewusst hier die Footballer entfernen, denn die sind nervig. Okay, here we go. Warum habe ich die Waffe? Ich bin mir auch nicht sicher, warum gerade die Musik so aufdreht. Das hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, als soll hier was gleich passieren. In Wirklichkeit... Oh, wow! Autsch, eh. Okay, hier ist schon offen. Hier ist ein Granatwerfer drin, aber ich glaube nicht, dass das die Idee ist. Oh, kleine Klamotten. Kids Superhero Kostüm. Bin so froh, dass ihr diese Blackouts nicht seht. Hier ist auch das zum Beispiel hier, der Surfboard Helm. Hat ein anderes Symbol, was es in dem Fall bedeutet, dass er als Klamotten dient. Bin mal so frei. Wie viel Platz habe ich denn bitte noch? Okay. Also wenn ich mal wieder eine Shotgun finde. Kann ich von hier aus irgendwie da hoch? Come on. Okay, Snow, no. Du solltest nicht darüber. Du solltest nicht darüber. Genau, so sollte das sein.
Aha. Oh, nicht schon wieder. Yep. Deswegen, am Anfang, weil ich glaube, der war ja auch schon mindestens im zweiten Teil dabei. War das. Was willst du eigentlich von mir? Achso, du willst. Komm ich da nicht ansatzweise hoch? Doch. Okay, wo ist. In dem Gebäude einfach daneben scheinbar. Nicht hier oben drauf. Okay, wir haben dann noch einen Tragic Death. Lass mich mal gucken, wo der genau sein könnte. Da drauf. Okay, dann haben wir es natürlich ideal. Okay, alles gut, alles gut. Irgendwie gebacken bekommen. Safety last. Oh wow, da ist einiges drin los. Ich meine, ich kann die Waffen alle neu holen. Los nicht. Geist, reicht euch zusammen. Ja genau. Das war so überhaupt nicht, was du machen sollst. Das solltest du machen. Sehr gut. Oh, come on. Wie sind mich hier alle... hier ist sogar richtig gutes Zeug drin. Das ist ja schon beängstigend. Kann ich damit aber irgendwas Gescheites basteln? Die Antwort ist wohl eisenhart nein. Okay, bye. So, ihr reißt euch da bitte zusammen. Oh, Eric ist so gut wie tot. Eric. What you doing? My man. So, und ich habe die Waffe hier runtergeworfen. Das war zwar nicht der Plan, aber es hat funktioniert. So. Oh. Hatten wir nicht gerade eben hier geguckt gehabt und gesehen, dass hier keine mehr übrig waren? Auf einmal sind hier wieder überall noch Sachen, die wir einsammeln können. Okay. Oh, das ist ein Combo Vehicle. Da gibt es nämlich nur 10 Stück von dem Spiel im Spiel. Wir haben bereits jetzt 9. Okay, den will ich natürlich mal basteln. The Mini Bike. So, wo awesome. Kaffee. Garbage. Hier ist wieder. God Diego, du Dingus Khan. No, come on. Take your weapon. Wieder meine Sachen geschehen. Irgendwas hier Interessantes? Nicht wirklich. Okay. So, wollen wir wirklich diesen langen Weg auf uns nehmen? Ja, vermutlich. Hier ist nämlich weiterhin noch nicht allzu viel los. In ein paar Bienenzombies und das war's. So, Frank. Ach nee, Tragic Death. The consequence of a bad drinking problem. Frag mich nicht. Paramedic Outfit. Und natürlich behalten wir. Das sieht besser aus. Oh, Candy, du bist auch ganz schön angeschlagen. No. No. Dieses Spiel. Ich will meine... No. Ich will meine Sachen behalten. Und ich würde ganz gerne Candy heilen. Candy. No. Obwohl, eigentlich schon. Hier, du nimmst die Waffe jetzt bitte. No. Anna. No. Anna. Yep. Okay, great. So. Die simple Flare-Guns, die kein Schwein interessiert. Wir haben nur noch ein 2x4, das würde ich ganz gerne loswerden. Alles ist besser als ein 2x4. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir werden jetzt hier noch so ein paar Sachen mitnehmen.
was auch immer oder wo auch immer das herkam. Hier ist irgendwo noch ein Speaker da hinten. Jetzt nicht mehr. Sehr schön, 24. Ja. Steuerung ist nicht immer die beste. Oh, come on. Man kann da wirklich nicht drauf sitzen. Large Soda. Ja, wie heißt es? Das ist creepy, Motherfucker. Okay, das ist also mal wieder oben drauf. Ist da irgendwie einen cleveren Weg, da hochzukommen? Und die Schule. Da waren nochmal Sachen. Sind die in der Schule? Nahe der Schule? Oder sind die daneben? Boah, die Waffen sind so stark. Sieht aus wie oben drauf. No, it's not. Es ist unten drunter. Ich weiß sogar auch, wie wir da hinkommen. Ja, ist so ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn das Spiel ist, glaube ich, bei weitem aggressiver hervorzuheben, wenn Sachen passieren. Anders als die vorherigen Spiele, wo man zum Teil darüber stolpern musste. Und dementsprechend ist es halt ganz gerne einfach mal der Fall, dass gefühlt gar nichts passiert. Hier sollen gleich zwei Sachen sein. Ah, sind sie auch. The Weapon Card. Meh. Und ein Frankie. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben so ein bisschen das Grobe gemacht. Ich will euch nicht unendlich damit auch weiter quälen. Denn es ist, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht das Interessanteste. Aber gleichzeitig ist es immer ganz cool, meines Erachtens, wenigstens sich mal so ein bisschen, ach schade, die Gebiete anzugucken. So ein bisschen zu sehen, was hier gemacht worden ist. Denn grundlegend eigentlich bei Videospielen natürlich, in jeder kleinsten Ecke ist irgendein Detail dabei. Das ist durchaus ganz cool, sich ein bisschen anzugucken. Problem ist nur, dass man sich dann als Spieler dann doch meistens eher auf das Interessante oder Wichtige konzentriert. Das heißt also, die Minimap, die Map, wo gesagt wird, wo eventuell Sachen versteckt sind. Guys, seid alle in meiner Nähe. Regt euch ab, so rum. Okay, spawnen wir ein ganz simples neues Fahrzeug, denke ich. Und dann zu guter Letzt für heute bringen wir Diego zurück zu den Docks, glaube ich, offiziell. Also zum dem Punkt, wo wir unser Fluchtvehikel aktuell hingesetzt haben. Eine große Frage ist nur tatsächlich, wie zum Kuckuck wir das Ding flugtechnisch bereit machen. Es hat mal wieder der lange Weg genommen. Eric und Kelsey und auch Anna wissen wieder mal nichts mit sich anzustellen. Diego muss wieder derjenige sein. Yep. Ja, das Ganze startet. Ja, ist wirklich beängstigend. Meine, würde man das Spiel vermutlich einfach neu starten, wenn ich das hier einmal durchgespielt habe, dann könnte man ohne Probleme auch mal Level 50 erreichen. Das Schöne ist eigentlich nur, oder die Idee ist eigentlich, dass ich das, wenn schon, mit euch schaffen möchte. Aber das wird vermutlich nicht so einfach. Deswegen, wenn man zum Beispiel hier das sieht, oh, da ist nur einer da und da, aber wenn man näher reinzoomt, oder auch nicht, merkwürdiger Fehler. Moment, ich habe den einen. Oh, jetzt werden sie wieder mehr angezeigt. Ich habe hier das nicht gemacht? Bin mir ziemlich sicher, dass ich den kaputt gemacht habe. Oh, hier kommt man mit der Rampe rüber. Ist das jetzt permanent so? Dass ich mit meinem Fahrzeug da nicht mehr reinkomme? Au. Weil das wäre natürlich ultra nervig. So, was ist der cleverste Weg, wenn ich fragen darf? Wir können ruhig den Weg nehmen. Bleiben wir auf der Autobahn. Dann habe ich die Möglichkeit, hier nochmal ein paar Gegner auszuschalten, selbst wenn ich die alle jetzt gerade nicht treffen darf. Okay, wunderbar. Irgendwann treffen wir auch mal. Aber um nochmal ganz kurz zu dem einen Punkt bezüglich Side-Stories zu kommen. Die einzige Sache, die uns nicht angezeigt wird, sind meines Erachtens Leute, die irgendwo gestrandet sind und gerettet werden müssen. Aber wie man sich vorstellen kann, bis auf PP
sind die halt nicht interessant genug. Weil sie laufen vor einem weg, sie schließen sich nicht dir an, geben einem keine irgendwelchen interessanten Gegenstände oder ähnliches. Oder erzählen interessante Stories. Was ja meines Erachtens gerade eigentlich diese Psychos so interessant gemacht hat. Ich weiß nicht, ob wir für Dead Rising 3 das ebenfalls sagen können. Den Vorgänger meines Erachtens ja, hier eher. Nee. Vermutlich nicht. They say what you don't know can't hurt you. But I don't know, man. I'd give anything to know where this freaky tattoo came from sometimes. Man will also uns erzählen, dass diese Tattoos schon länger existieren. Ich bleib mal ganz bewusst etwas noch geheim bezüglich der Story, denn ich glaube, hier wird noch wirklich mehr erzählt. Gut, erinnern kann ich mich nicht daran, denn das Spiel ist dafür nicht gut genug, aber... So... Blueprint hier oben? Yeah, baby. The Electroids Staff. Okay, der Name hat sich also nochmal ganz leicht geändert. The Electric Staff und Liquid Nitrogen. Ja, tut mir so ein bisschen leid, aber die Waffen sind einfach nicht interessant. Firefighter Helmut. Kann ich das tragen? Yeah, ich kann das tragen, während ich meine Maske habe. So, kann ich da runterrutschen? Oh, come on. Der zweite Teil hatte das immerhin gehabt, dass man gelegentlich solche Situationen ausnutzen durfte und dafür Punkte bekommen hat. Aber dieses Spiel, nah. Ich bin auch ganz kurz zu faul und heile Diego mal ganz bewusst nicht, denn den werden wir eh demnächst mal wieder abgeben. Und ich denke nicht, dass wir in eine Situation geraten, wo er auf einmal nochmal ultra viel Schaden nimmt. Diego, wo bist du denn hergelaufen? Big Man's Clothing. Big Sale on Huge Pants. Und Shoes. Eric. Eric stand da so wirklich, als wollte er auch mal die Kanone abbekommen. Da ist gerade die Hälfte... Ah, okay, ja. Also das stimmt es definitiv mit der Hitbox nicht so ganz, aber hey, ich hab da nichts dagegen. Okay, wir haben hier wieder Militär, das auch zombifiziert worden ist. Wenn ich mich frage, wie das die hinbekommen haben, gerade wenn die Riot Gear tragen, aber vielleicht ist da genug Platz dazwischen. So, So, ich würde mal sagen, wir machen das so wie mit dem Abliefern von Red's Fuel, dass ich mich jetzt hier verabschiede und beim nächsten Mal wir sehen, was passiert, wenn wir dann Diego abgeliefert haben. Ich denke, es gibt noch keinen Grund, das Fahrzeug zu wechseln. Bin da immer noch relativ sicher. Boah, hier sind so viele Zombies, die einfach nur niedergemäht werden. Ich frage mich wirklich, ob es Leute gibt, die, wenn sie dieses Spiel erneut spielen, ob es die überhaupt gibt, aber halt, ob die sich selber irgendwie das Limit setzen und nicht hier den Turret-Rig nutzen, weil der viel zu gut dafür ist. Gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ja, ich darf hier diesmal nicht so reinfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal, bis dann.